Hallo liebe Gaming-Freunde, wir sind hier wieder bei Final Fantasy 9 im Schloss, nur mit dem Unterschied, dass Lily bzw. Prinzessin Garnett weg ist. Ja, Steiner macht da mal wieder einen riesen Aufruhr, dann sieht das alles ganz locker, sie ist spazieren gegangen, was weiß ich. Es ist schade, dass man hier nicht in den Schrank gucken kann und meine Katzen machen wieder Terror. Könnt ihr mal aufhören, hier rumzurennen? Immer wenn ich anfange aufzunehmen. Ja, ich sollte die vorher füttern. Dann geben sie Ruhe. Ja, die zwei Schnuckelis. Lilly, wo treibst du dich bloß rum? Ja, das wollen wir doch mal nachschauen. Dieses Lied, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Die Stimme von Lilly? Es kommt auf jeden Fall von oben. Was ich ja auch noch nachgucken wollte, ist die eine Anspielung in dem Waffenladen. Das hatte ich ja gesagt, dass ich den Laden verwechselt hatte, aber ich glaube, das können wir jetzt gar nicht machen. Dann mache ich das zu einem späteren Zeitpunkt. Ich möchte gerne hoch. Ihr könnt hier nur mit ausdrücklicher Erlaubnis seiner Exzellenz passieren. Ja, aber... Schöner Mist. Wenn ich mir nicht irgendwas einfallen lasse, komme ich an den Typen da nicht nach oben vorbei. Wenn ich auch in Uniform ankommen würde, ließe er mich sicherlich einfach so durch. Na, wenn das mal kein Hinweis ist. Und wie gut, dass ich weiß, wer uns eine geben könnte, so eine Ausrüstung, so halt. Ne, das, was er halt anhat. So eine Uniform, genau, das Wort habe ich gesucht. Ey, schnell, wach auf! Wer, wie, was, wo? Da oben treiben sich ein paar verdächtige Kerle rum. Was? Wo? Zeig mir wo! Klar, komm mit! Ne, nicht dort, hier in dem Zimmer. Oh, ich komm schon. Na wartet, elendes Räuberpack. Hey, was soll das? Voll auf die Mütze. Lief ja wie im Schnürchen. Na dann los. Ach, dieser Gesang. In dieser Aufmachung kann ich den Aufzug benutzen, ohne dass mich irgendjemand verdächtigt. Ja, schlau ist sie dann, ist schlau. Lass mich durch, lass mich durch. Zur Seite. Eigentlich hätte er die Uniform anbehalten können. Weil dann kann er sich ja auch oben noch frei bewegen, weil da ist ja jemand. Aber wir gehen direkt mal nach links. Was ist denn das hier? Ah, hi! Was? Ein Mädchen? Ach, die meinst du? Die ist vorhin die Treppe rauf. Ach gut, super. Dann folge ich ihr mal. Immerhin hegt er keinen Verdacht, dass wir hier so frei rumlaufen. Nee, da ist so ein Typi, den wollen wir natürlich nicht ansprechen. Ein wunderschönes Lied. Wie hast du es bis hier rauf geschafft? Das war eine meiner leichtesten Übungen. Ja, richtig, sich in ein Schloss einzuschleichen, das sollte für dich keine Herausforderung sein. Nanu? Boah, ist das hoch. Sieh mal, wie klein die Stadt von hier oben wirkt.
Hey, hier gibt es ja ein Fernrohr. Los, Lilly, da müssen wir durchgucken. Komm schon. Luk, luk. So, wir müssen jetzt hier ein paar Sachen finden. Da zum Beispiel. Fluss Chivelle. Ein Fluss, der direkt am Südentor vorbeifließt. Wenn man den Fluss entlang geht, dann kommt man wohl zum Südentor. Ja. Oh, guck mal, Chocobos. Nee, das sind Tauben. Oder Vögel? Nee, das sind Vögel. Aber, nee, da ist der Chocobo, genau. Und da ist ein Luftschiff. Und, oh, das kaputte Südentor. Genau. Hey, ich kann das Südentor sehen. Ob die wohl schon mit den Reparaturen angefangen haben? Das Tor haben wir ja ziemlich schrottreif gemacht. Das ist wohl eine ganze Weile außer Betrieb. Ja. Wald der... man weiß es nicht genau. Dort ist ja ein Chocobo. Ob es in diesem Wald wohl streunende Chocobos gibt? Mal gucken. Vielleicht kommen wir da noch hin. Abus Bergkette. Hinter diesen Bergen liegt Alexandria. Ohne Zweifel suchen die nach uns. Oh je. Auf der Flucht. Was haben wir da? Abus Bergkette wieder. Bumekia wird von diesem Gebirge umgeben. Um nach Bumekia zu gelangen, muss man wohl diese Höhle am Bergfuß durchqueren. Aha. Hier müsste irgendwo, genau. Der Morast. Ich bin mir sicher, dass in diesem Morast irgendetwas haust. Wenn wir demnächst mal in der Nähe sein sollten, können wir ja mal einen kurzen Abstecher machen. Lass mich doch auch mal durchschauen und durchsehen gleichzeitig sagen. Super, Nudel, super. Und, was sagst du zu der Aussicht? Falle ich allen zur Last? Onkel Sid wusste alles. Und er hat Tantalus mit meiner Entführung beauftragt. Egal, wie sehr ich mich auch anstrenge, alle anderen sind mir immer einen Schritt voraus. Immer. Was hast du, Lilly? Zidane? Warum hast du mich eigentlich bis nach Lindblum begleitet? Hat es dir dein Chef vielleicht befohlen? Nein, hat er nicht, Lilly. Weil ich dir helfen wollte, verstehst du? Niemand hat mir irgendwas aufgetragen. Im Gegenteil, der Chef war sogar noch dagegen, weswegen ich aus Tantalus ausgetreten bin. Was? Entschuldige, das wusste ich nicht. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Außerdem ist es ja nicht das erste Mal, dass er austritt. Zidane. Hast du etwas gesagt? Aber wie wolltet ihr mich eigentlich entführen? Wir wollten dich mit Schlafkraut betäuben, weißt du? Das ist zwar eigentlich für Kinder, aber in hoher Dosis verabreicht, schläft auch jeder Erwachsene einen halben Tag. Schlafmittel für Kinder? Hallo? Wo kommen wir denn hier hin? Aber da ich freiwillig mitkam, war es ja nicht nötig, mir das Kraut zu verabreichen. Würde es dir vielleicht etwas ausmachen, mir etwas von diesem Schlafkraut abzugeben? Ich schlafe dieser Tage nicht so gut. Es ist aber nicht empfehlenswert, auf Medizin zu vertrauen. Wenn du willst, könnte ich dich ja nachts in den Schlaf wiegen. Ich glaube nicht, dass das nötig sein wird. Naja, ich meinte doch bloß, eigentlich wollte ich sagen... Ach, passt schon. Sag mal, dieses Lied da gerade, das hast du doch in Dali auch schon gesungen, oder? Ja, ich habe dich damals geweckt, nicht wahr? Ich mag das Lied. Wie heißt es eigentlich? Ich weiß es selber nicht genau, wo ich es her habe. Auch nicht, wie es heißt. Aber immer, wenn ich traurig bin, dann singe ich es. Dann fühle ich mich wieder gleich besser. Ich fühle mich dann nicht mehr so alleine, fühle mich irgendwie stark. Schon ein eigenartiges Lied. Singst du es nochmal für mich? Wirklich eine vortreffliche Rüstung und dazu noch in meiner Größe. Und Zidane sagte, dass das ein Klapperkasten sei. Soll ich oder soll ich nicht? Ach, ich bin immer so unentschlossen beim Einkaufen.
Man kann nie wissen, wann Brain uns angreift. Da sollte man schon für den Ernstfall gerüstet sein. Unerhört! Die Königin würde niemals einen Krieg anfangen. Du weißt nicht, was du da redest, aber du irrst dich in ihrer Majestät. Und wer bist du das so genau wissen willst? Ich? Ich bin nur ein Rüstungssammler auf der Durchreise. So ist das. Da du ja Ahnung zu haben scheinst, welche Rüstung würdest du mir denn empfehlen? Ich bitte mich zu entschuldigen. Ja. Na dann. Marschiert, Pluto-Soldaten! Was sind das denn für Figuren? Die habe ich noch nie gesehen. Die hast du wohl irgendwo auf der Straße gefunden. Pah, diese albernen Witzfiguren haben keine Chance gegen Sids Luftschiffflotte. Mit Luftschiffen ist unfair. Ich spiele nie wieder mit dir, Poncho. Hey, warte doch. Was war nicht so gemeint? Königliche Miniaturen? Diese Schwarzmagier waren wie diese leblosen Miniaturen. Ach, Vivi. Der Himmel scheint zu leuchten. Ist das ein Vorzeichen für etwas? Fredly, du kannst es bestimmt ebenfalls spüren. Aber wo bist du nur, Geliebter? Ich sagte dir doch, dass ich dich brauche. Gut. Diesmal geht nichts schief, Zip. Leider ist es wieder schief gegangen. Ja, ganz toll. Unmöglich, Zip. Es ist hoffnungslos. Mehr als 10 Minuten läuft der Antrieb nicht. Warum nur? Ich bin nicht nur mit dem Körper einer Juckzirpe, sondern auch mit deren Verstand gestraft, Zip. Du, Lilly. Wann machen wir denn mal einen Rundflug oder so? Wie meinst du das? Was? Ach so, den Spruch habe ich doch bei der einen in der Bar schon. Na, dann hat das mit mir anscheinend nicht viel zu tun. Oh, zieh dann, ey. Jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt. Pah, warum sollte ich denn eingeschnappt sein? Ist doch in Ordnung, wenn der Herr sich mit irgendwelchen Mädchen in der Bar amüsiert. Ey, die sind schon wie so ein altes Ehepärchen. Das hat gesessen. Wie auch immer, wenn ich das Jagdfestival gewonnen habe, dann gehst du mit mir aus, okay? Und warum sollte ich das tun? Oh. Na los, gib dir einen Ruck. Gut. Fein, dann ist es also abgemacht, Lilly. Danke. Okay, Zidan nimmt am Jagdfestival teil. Egal wie traditionell dieses Festival auch sein mag, ein bisschen zu martialisch finde ich es schon. Vor allem dieses Riesenvieh hat ja schon einige Teilnehmer auf dem Gewissen. Eieiei. Aber das ist doch gerade der Reiz daran. Es ist eben nur was für echte Männer. Das ist die letzte Fuhre für das Einkaufsviertel. Damit wären dann alle Vorbereitungen abgeschlossen. Gut, dann warten wir also nur noch auf das Zeichen von oben. Uah, ich habe verstanden. Ja, das war dann das Zeichen von unten, nicht von oben. Es scheint, als wären die Isegrimme unplanmäßig früh losgelassen worden. Was soll das? Minister Oberter hat doch noch nicht den Befehl gegeben. Ich glaube, in wenigen Minuten lassen sie oben auch die Riesen frei. Diesen Riesen, meinte ich. Gut, bevor der hier vorbeikommt, lassen wir unsere Moose los. Schnell! Ganz viele Moose. Alles bereit zum Freilassen. Warte auf mein Zeichen. Dieses Biest dieses Jahr ist ein unglaublicher Brocken. Der macht sie alle fertig. Du? Oh, willst du raus, mein Kleiner?
Oh Gott. Das ganze Schloss wackelt. Nein, hört auf damit. Es ist noch zu früh, ihn rauszulassen. Ich kann ihn nicht mehr beruhigen. Der hat seinen eigenen Willen. Verflucht. Ja, das Jagdfestival, das läuft ja super. Macht sofort das Tor auf. Der reißt uns hier noch die Mauern ein. Tob dich aus, mein kleiner Zackner. Klein vor allem. Den würde ich jetzt zu gern besiegen. Zidane kommt ganz schön spät. Ein bisschen Abwechslung tut manchmal ganz gut. Ja, alle sich hier im Unterhalten, ob Zidane wohl besser geworden ist. Hier bin ich! Tut mir leid, Leute, hatte noch ein paar Vorbereitungen zu treffen. Gut, jetzt wo wir vollzählig sind, erlaubt mir die Regeln zu erklären.